Im Schnitt macht jeder Oberösterreicher 26 Ausflüge pro Jahr. 2 Drittel davon gehen ins eigene Bundesland. Im vergangenen Jahr waren das rund 21 Millionen Tagesausflüge, so eine aktuelle Studie. Der Kurzurlauber gibt dabei durchschnittlich 57 Euro pro Kopf aus, vor allem für Snacks, Treibstoff und Eintrittspreise. Hochgerechnet ergibt das fast 500 Millionen Euro für die heimische Wirtschaft. Es zeigt natürlich auch einen Trend, nämlich dass die kurzen Wege auch im Tourismus interessant sind, dass der kurze Aufenthalt, also der Tagestourist, auch generell ein Trend ist, und das lässt sich durchaus auch vereinbaren, wenn man beispielsweise auch auf das eigene Geldbörsel schaut. Immer kürzere Aufenthaltsdauer, dafür aber immer mehr Ausflüge. In den vergangenen 3 Jahren hat sich die Zahl der Tagesausflüge fast verdoppelt. Ein Grund dafür die neue Online-Plattform Ausflugstipps.at. Der Katalog ist Vergangenheit, heute werden Infos online und bequem von zu Hause aus recherchiert. Wir müssen also den Gast, den Konsumenten abholen in seiner Gefühlswelt. Das kann auf der einen Seite, indem er einfach auf Bildwelten klickt und dort hineingeführt wird. Das sind kulturelle Bilder, das sind also kulinarische Bilder, das sind also sportliche Bilder. Aber er kann natürlich auch ganz gezielt nach Regionen, nach Orten suchen. Und auch im Tourismus gilt, ohne Qualität keine Gäste. Wir können verzeichnen in Oberösterreich, dass das immer wichtiger wird, diese Professionalität der Anbieter. Es gibt ja 2000 gewerbliche Freizeitanbieter, und die Leute, die dort arbeiten, müssen entsprechend geschult werden. Das wird immer wichtiger, um dem Touristen dann auch das Land erlebbar und auch sicher zu machen. Die beliebtesten Ausflugsziele der Oberösterreicher sind übrigens der Pöstlingberg, der Wolfgangsee und der Nationalpark Kalkalpen.